Hallo, welcome back to my channel. Ich habe hier so zwei Flaschen. Das war mal eine Weinflasche. Die habe ich hier wegen Silber angesprüht und hier oben auch. Ich hier noch, aus der mache ich Gold, aus der mache ich Silber. Eine goldene Flasche. Das war, ich glaube, Olivenöl war da drin. Und daraus machen wir jetzt zwei schöne Weihnachtsvase. Bisschen Glitterband brauchen wir dazu. Dann habe ich die schöne Teile hier noch oben drauf. Mal ein bisschen ausgeschnitten. Dann brauche ich noch Pinsel. Dann brauchen wir Kleber. Glitter einmal in Silber. Einmal in Gold. Und natürlich Heißklebepistole. Thank you.
schon ist die erste Vase fertig. Tue ich später noch ein bisschen fixieren mit diesem Spray. Ihr könnt auch Haarlack nehmen, dass das Glitzer nicht so abfällt. Das hebt dann einfach ein bisschen besser. Ich habe hier so eine Blume gekauft für 1-2 Euro in Weiß. Habe die schon ein bisschen grau angesprüht. Jetzt machen wir da auch noch ein bisschen Glitzer drauf. Dann passt das besser. Überall einfach ein bisschen Kleber hin. Dann kann man die sehr schön in die Vase nachher reinstellen. Okay, dann fangen wir mal mit dem Goldenen an. Wenn ihr euch da immer so ein Blatt drunter legt, dann könnt ihr euch das Ganze, was verstreut ist, auch wieder in die Flasche reinfüllen. Thank you.
auch die zweite Flasche fertig. Sehr hübsche Deko-Vase für Weihnachten. Hat es euch gefallen? Daumen hoch. Wollt ihr mehr sehen? Abonnieren. Danke. Ciao. Bye bye.